Die Zahl der Opfer nach den heftigen Waldbränden in Chile ist weiter gestiegen. Die Behörden des südamerikanischen Landes sprachen am Sonntag von mindestens 112 Toten. Hunderte Menschen wurden noch vermisst. Präsident Gabriel Boric rief eine zweitägige Staatstrauer aus und warnte, das Land stehe vor einer Tragödie von sehr großem Ausmaß. Die Priorität ist es, Leben zu retten, denn es gibt immer noch aktive Brände. Die chilenischen Behörden haben für die am stärksten betroffenen Gebiete eine abendliche Ausgangssperre verhängt und das Militär zur Unterstützung der Feuerwehrleute eingesetzt. Besonders betroffen sind Viña del Mar und Valparaíso, zwei bei Touristen beliebte Küstenstädte. Dort leben mehr als 1 Million Menschen. Einer von ihnen ist Pedro Quesada, der nun in den verkohlten Trümmern seines zerstörten Hauses steht. Der Wind war schrecklich, die Hitze brennend. Es gab keine Atempause. Waldbrände sind im Sommer auf der südlichen Erdhalbkugel keine Seltenheit. In diesem Jahr wüten die Feuer aber besonders heftig. Das chilenische Innenministerium teilte am Sonntag mit, dass in ganz Chile 165 Brände wüteten. Schätzungsweise 14.000 Häuser wurden allein in den Gebieten Viña del Mar und Quilpué beschädigt.